Ultimate Edition Episode. Ich bin Soevo für We Play Games for You. Und wie ihr sehen könnt, handelt es sich dabei wieder mal um ein Koop-Monster. Diesmal um den Zinnokra. Den haben wir ja erst kürzlich im Singleplayer auch gemacht. Deswegen sollte das uns hier nicht zu schwer fallen. Ja, lädt er ja auch gerade wieder auf. Müssen wir jetzt ein bisschen draufprügeln. Was gibt's dazu zu sagen? Hier haben wir erstmal eine Falle schon liegen. Es wird heute eine etwas kürzere Folge. Ich habe es gerade beim Zusammenschneiden gesehen, dass es sich nicht lohnt, das andere Monster dann noch mit reinzunehmen. Den machen wir dann in der Extra-Folge. Es wird dann auch mal ein Monster, das wir so im Singleplayer noch nicht gemacht hatten. Ich verrate aber noch nicht welches. Und er lädt schon wieder auf, dann gehen wir mal ein bisschen weg. Legen wir die nächste Falle. Wir haben ja gelernt, Schockfallen nützen bei ihm nichts. Im Gegenteil, sie schaden sogar eher noch. Da springt der Gute einfach mal wieder drüber. Aber auch nicht weiter schlimm. Wir prügeln den jetzt hier einfach. Das war mal ein guter Heal vom Cha-Cha. Ich habe mich während dem Kampf schon gefragt gehabt, ob man ihm seinen Schwanz eigentlich auch abtrennen kann. Und so viel ich noch weiß, geht das sogar, was ich ganz cool finde. Ja, so viel macht er jetzt irgendwie gar nicht. Ich habe im Singleplayer irgendwie das Gefühl gehabt, als ob er doch ein bisschen krasser wäre als jetzt hier im Koop. Ich weiß nicht genau, ob das einfach nur daran liegt, dass sich der Akku halt auf zwei Spieler sich verteilt. Oder ja, ist halt einfach gut gelaufen ist oder so, keine Ahnung. Jetzt lädt er wieder auf. Müssen wir schön ausweichen. Aber mussten wir in dem Fall ja noch nicht mal. Ja, es gibt hier nach auf jeden Fall dann noch eine Koop-Folge. Und danach wird es dann erstmal wieder ein bisschen was mit Singleplayer geben. Ich denke, das reicht dann auch erstmal wieder. Vor allem auch, weil mir irgendwie das Nachkommentieren doch etwas schwerer fällt, als wenn ich es direkt kommentiere. Interessanterweise. Ja, wie wir halt sehen können, er trifft uns nicht so richtig. Das ist sehr interessant. Da sind wir jetzt mal ein bisschen getroffen worden, aber er macht nicht so viel Schaden. Ich habe das Gefühl gehabt im Singleplayer, dass er wirklich krasser ist. Auch wenn er jetzt hier mal ein bisschen rumspinnt und wir gerade ganz knapp nur ausweichen konnten. Und er uns quasi verhindert, dass wir uns heilen. Jetzt ist er umgefallen, sehr schön. Damit schon so gut es geht. Ja, aber so ein Hit zum Beispiel, der hat halt, wie viel hat er abgezogen? 15% unserer AP. Ist halt irgendwie gar nichts. Das ist jetzt nicht so, als hätten wir neue Ausrüstung oder so. Raus, ja, ein bisschen knapp gerade. Ist irgendwas nur ganz schwer auszuweichen. Ja, diese Katzenmaske ist die beste vom Cha-Cha. Ich glaube, die ändere ich so schnell nicht mehr. Ja, kreischst du nur, kein Problem. Im Prinzip muss man halt wirklich ständig in Bewegung bleiben bei ihm und versuchen, dann die ruhigen Momente, die er hat, abzupassen, um drauf zu hauen. Weil er doch irgendwie sehr viele Angriffe kurz hintereinander macht. So, das ist zum Beispiel so ein Moment, wo man damagen kann. Den nutzen wir auch da gerade,
auch wenn nicht so gut. Da auch wenn er kreischt, da müssen wir aufpassen wegen diesen Blitzen am Boden. Ich finde die Attacke sieht richtig cool aus. So, dann will er wieder auf uns. Schöner Heal vom Chacha. Auch wenn wir direkt wieder den Damage nehmen. Das wäre jetzt wieder so ein Moment zum Damagen. Aber unsere Schärfe ist halt auch immer noch zu schlecht. Jetzt wechselt er den Bildschirm. Wir haben aber ja natürlich gesehen, wo er hin ist. Das ist also gar kein Problem. Können wir jetzt in Ruhe hinterher. Da steht mal wieder da schön in dem Eingang. Es ist so ätzend, wenn das Monster machen. Ich hasse es wirklich. Vor allem, wenn er dann auch noch so ausflippt wie er gerade hier. Da hat er was gedroppt. Kann man nur gerade nicht wirklich hin, um es zu looten. Jetzt vielleicht. Aber wir entscheiden uns doch erstmal noch ein bisschen zum Damagen. Da ist er irgendwie auch ein bisschen rumgeleckt, habe ich das Gefühl gehabt. Aber naja, nicht weiter schlimm. Ja, ich sag's nur immer wieder, wir brauchen dringend eine blaue Schärfe, wenn ich das hier so sehe. Das war auf jeden Fall ein schöner Block. Das ist auch noch sowas, wenn ich mir das im Nachhinein ansehe. Es gibt so viele Momente, wo es angebracht wird zu blocken, die ich einfach noch nicht nutze. Ich denke, da ist auch noch ein bisschen Potenzial da, um das zu verbessern. Da kann ich jetzt gerade mal ein bisschen Damage machen. Auch wenn ich ihn nicht davon abhalten kann, dass er den Griff loslässt. Lädt er auf. Sollten wir nicht unbedingt hingehen, weil wenn er voll aufgeladen ist, macht er ja wieder so einen Riesenangriff. Oh, da haben wir natürlich uns den perfekten Moment zum Heilen ausgesucht. So, jetzt schnell hin. Damagen, damagen, damagen. Ich versuche halt immer möglichst auf dem Schwanz zu schlagen, damit der Schaden nimmt und abbricht. Da ist er mal wieder geleckt. War da ein bisschen ruckelig, sag ich mal, in dem Online-Modus. Aber naja. Dass wir den Damage sehen kriegen, das haben wir vorher schon gesehen. Oh Mann. So langsam müsste er wieder voll aufgeladen sein. Ja, der ist irgendwie so ein bisschen aggro. Der macht die ganze Zeit herum und ich traue mich momentan nicht so richtig an ihn ran. Na komm. Weil mag er uns ja momentan überhaupt nicht. Der ist wirklich nur am Ausflippen. Haben wir gerade mal wieder einen Moment Zeit zum Damagen. Auch wenn man ihn hätte besser nutzen können, definitiv. Und da haben wir den Schwanz abgetrennt. Das ist dann nochmal der Beweis, dass es wirklich funktioniert. Dann looten wir den auch direkt. Kriegen einen Rückenpanzer. Alles kein Problem. So, jetzt gucken wir mal, ob das Item noch hier liegt. Es liegt aber scheinbar nicht mehr da, also haben wir das Item auch nicht gelootet. Wird wahrscheinlich eh nur eine Bestienträne gewesen sein, aber trotzdem.
Wenig ärgerlich. So, damagen. Na komm. Ich hab, wie gesagt, ich hasse es wirklich, wenn sie da in diesen Eingängen einfach dann rumstehen. Damit zumindest sein Aufladen abgebrochen, das war schon mal nützlich. Ich glaube, der Block wäre eh da zu spät gekommen an der Stelle, aber versucht haben wir es trotzdem. Ja, da werden wir mal wieder von gut rumgeworfen. Sagen wir es mal so. Und von der ollen Morphaxt. Chacha experimentiert mal wieder mit Bomben. So, haben wir wieder einen Moment zum Damagen. Auch wenn es nur zwei Hits werden. Jetzt macht er wieder seinen Blitz. Das war knapp, aber wir sind noch weggekommen. Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir da den Hit noch setzen konnten. Oh, oh, oh. Haben auch wieder ein bisschen blöde Hits bekommen. Das war ein richtig guter Block. Das war blöde. Das ist halt immer so, wenn man die Waffe wegsteckt und dann der Angriff kommt, hat man gelitten. Oh nein, das lässt sich ja nicht ändern. Ja, so langsam dürfte er sich aber auch mal mit Schwächezeichen begnügen, dass wir da doch mal ein bisschen hinterherkommen. Aber er ärgert uns dann doch ein wenig, muss ich sagen. Aber nicht unbedingt von seinem Schaden, den er austeilt, sondern einfach von seiner Widerstandsfähigkeit her. Was macht eigentlich hier dieser Blitz-Debuff? Das habe ich bis heute noch nicht so richtig verstanden. Irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß es echt nicht. Vielleicht einfach nur, dass es der Blitzwiderstand verringert oder so. Ich weiß es nicht. Ja, auch mal interessant zu wissen, könnt ihr auch gerne mal in die Comments posten, wenn ihr es wisst. So, wir müssen unsere Waffe schärfen irgendwie. Jetzt am besten. Genau. Bringt nämlich sonst eh nichts, wenn wir da jetzt hinrennen würden und angreifen würden. So, weiter geht's. Mit frischer Waffenschärfe. Sehr schön, sehr schön. Da liegt wieder mal was rum. Diesmal sammeln wir es hoffentlich auch ein. Na komm. Jawohl, jetzt kriegen wir es. Das hat sich sogar gelohnt, weil es wieder so ein Rückenpanzergraben war. Und gar keine Bestien drehen oder sowas. Wie diese komische Blitzkugeln teilweise die Richtung ändern, das ist schon Hammer. Sieht ja wieder so aus, als wenn er lädt sich auf, okay. Ich dachte schon, er wollte uns wieder angreifen. Damagen, damagen, damagen. Auch wenn wir den Schaden jetzt mitnehmen. Aber ist, denke ich, jetzt nicht so wild gewesen. Ja, ja. So ein blödes Vieh, ne? War ein guter Block. Auch wenn ich mir nicht mal sicher war, dass man das blocken kann. Wenn ich ehrlich bin. Lass mal heilen. So. Ja, läuft doch ganz gut eigentlich, trotz allem. Sollen wir nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie noch so ganz unsinnige Hitze bekommen und dann noch sterben wegen der Betäubung.
weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Betäuben zu verringern. Dass ich mich unbedingt mal mit diesen Dekorationen da auseinandersetze. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge ja auch schon mal gesagt. Okay, wenn er mit diesem Rücken-Salti-Gedönse da trifft, dann macht das doch heftigen Schaden, muss ich sagen. Da muss man doch auch noch ein bisschen mehr aufpassen. Ja, wir kämpfen und kämpfen und er lässt sich nichts anmerken. Außer, dass er seinen Schwanz verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob das so, ob er jetzt schon humpelt. Das sah so ein bisschen humpelmäßig aus. Ich hoffe es zumindest. Humpeln ist immer mein liebstes Anzeichen. Aber wir rollen natürlich auch noch genau rein in seinen Salti. Super gut. Da ist er mal wieder rumgeworbt. Zum. Das war auch ein toller Block. Da haben wir Glück gehabt, dass wir da nicht getroffen wurden. Muss ich sagen. Jetzt haut er wieder ab. Das ist immer so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass er sehr geschwächt ist, wenn er ständig die Bildschirme wechselt. Wir nehmen trotzdem einfach nochmal einen Steak, damit wir da gar nicht noch irgendwie in Gefahr laufen oder ähnliches. Ja, da pennt er. Können wir einen schönen Hit jetzt landen. Fangen wir auch schon schön an aufzuladen, weil warum denn nicht? Gratis-Hits nehmen wir doch gerne mit. Oder ist er geblendet worden? Zack, zack. Weiter geht's hier. Müsste jetzt langsam den Geist aufgeben, der Gute. Zack, zack. Komm, komm. Da will er es aber nochmal wissen hier. Aber da haben wir es endlich geschafft. Da liegt er im Dreck. Gehen wir natürlich hin und looten. Das gute Zeug. Ich frage mich, wie oft man den töten muss, um da die Rüstung zu bekommen. Bestimmt 7, 8 Mal, vielleicht noch öfter, 10 Mal, 12 Mal. Ich weiß nicht, ob da wirklich jetzt so ein seltenes Item dabei ist. Man muss dann vielleicht mal gucken. Das ist eh sowas, was wir in der nächsten Solo-Folge, denke ich, mal machen werden. Uns mal angucken, was wir für neue Waffen und Co. brauchen, damit wir das dann wirklich angehen. Für unsere Waffen-Upgrade brauchten wir so eine Unterart von dem Ubergarn, aber das konnten wir leider noch nicht machen. Wird aber bestimmt auch bald kommen. Auf jeden Fall ist die Quest erfüllt. Die Folge neigt sich dem Ende. Die ist ein bisschen kürzer diesmal, wie am Anfang schon mal erwähnt. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zusehen und ja, sag ciao ciao, bis zum nächsten Mal.